für uns als Adesso war erstmal wichtig, überhaupt zu validieren, kann man diesen Use Case überhaupt umsetzen? Das heißt, kann man überhaupt mit KI Fußball übertragen? Das heißt, da haben wir erstmal einen Workshop validiert, ist das umsetzbar? Ein zweiter Schritt war dann, ein Proof of Concept zu erstellen. Das heißt, dass man relativ schnell an einem einzelnen Kamerasystem testet, kann man da überhaupt eine Kameraführung machen? Und das Ganze dann im letzten Schritt, sag ich mal, sukzessive auszubauen, dass es produktiv läuft in der Cloud und dann wirklich auch von Usern angeguckt werden kann. Vom Know-how her war schon sehr viel vorhanden Richtung neue Technologien, aber gerade Richtung Projektmanagement war nochmal ein Thema, wo Adesso sehr stark unterstützt hat. Das andere ist natürlich auch, dadurch, dass es ein Startup ist, dass einfach auch der Kostenrahmen, sage ich mal, vorgegeben ist, dass wir uns als Adesso natürlich, wir sind herstellerneutral, auch dann eher auf die günstigeren Software-Stacks oder auf Freeware wie Python oder stürzen können, was aber auch sehr viel schon in vorimplementierten Sachen Richtung Deep Learning beinhaltet. Von Adesso sind immer noch Kollegen vor Ort, gerade weil Richtung Deep Learning ja noch einiges an Themen ansteht. Da ist ein Kollege jetzt noch vor Ort, der dabei unterstützt, so ein Player-Tracking zu machen, dass man die Spiele einfach weiß, wo läuft welcher Spieler. Und dann ist auch noch ein Kollege mit vor Ort, der unterstützt bei dem ganzen Thema rund um Datenmanagement, weil man kann keine KI machen, ohne sich auch um das Datenmanagement Gedanken zu machen. Und da unterstützt auch nochmal ein Kollege von uns.